herzlich willkommen. Ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir machen weiter. Es geht weiter. Wir reisen zur Fortitude. Und wo soll die denn sein? Da soll die sein. Und da reisen wir jetzt auch hin. Und werden uns mal angucken und besonders anhören, was dort die Leutchen da auch zu sagen haben. Aber als erstes hören wör wir uns erstmal an, was die zu sagen Hallo? haben. Seid ihr der Jedi, der entsendet wurde? Ich kann nicht lauter sprechen. Jemand könnte mich hören. Ich bin Nadia Grell. Mein Vater und die anderen Senatoren, wir wurden alle vom Kanzler eingeladen. Dann wurde das Schiff angegriffen. Eingenommen. Von Leuten, die sich Sith nannten. Nadja, sorgt dafür, dass niemand euch findet, bevor wir weiterreden. Ich bin in einem Lüftungsschacht auf dem Kommandodeck. Ich kann nicht zu weit weg von der Brücke. Der, der das Sagen hat, heißt Arax. Er hat erst die Besatzung abgeschlachtet und dann ließ er alle Senatoren auf die Brücke holen und hat sie abgeriegelt. Mein Vater ist da drin. Aber ich kann nicht zu ihm. Ich habe mich versteckt. Keine Sorge, Nadja. Ihr könnt nichts dafür. Bitte, ihr müsst ihn retten. Auf einem der unteren Decks gibt es ein Schaltpult, das die Brücke öffnen kann. Hier, ich sende euch den Standort. Bitte helft uns. Ich habe Sith an den Maschinen rumfingern sehen. Wir haben vielleicht nicht mehr viel Zeit. Okay, die Situation ist ernst. Wir machen uns jetzt runter, auf den Weg runter und werden mal zusehen, dass wir die Sith bekämpfen. So, möge der Kampf beginnen. Hier ist noch nichts. Da sind welche. Okay. Hier ist erstmal ein Droide für uns. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Genau, das wollte ich. Sie sind einsatzbereit. So. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Noch ein Stim rein. Buff auffrischen. Und dann geht das los. Okay. Was ist jetzt hier falsch? Was ist denn hier los, ey? Warum fallen die denn um, die fliegen? Oh shit, ey, da ist ein Sith-Marauder. Mit den Leuten ist nicht zu spaßen. Keine Chance. Da sind auch befreit. Kommt er jetzt? Oder geht er noch? Der geht noch. Na? Schon wieder Ärger hier. So, die sind auch frei. Jetzt können wir darüber. Aber die sind echt. Ich habe mir die jetzt deutlich schwieriger hier vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe echt gedacht, hier warten richtig dicke Feinde auf mich. Das
Bisher fehlt das noch relativ enttäuschend, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mir jetzt mehr darunter vorgestellt. Direkt zwei auf einen Haufen. Und der da macht mir ein bisschen Sorgen, der Sith-Marodeur. Den müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr reindrücken. Gedacht. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mir ganz ehrlich auch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber so schwierig war der jetzt nicht. So, jetzt kommen die beiden hier dran. Der ist tot. Jetzt fehlt noch der zweite. Jetzt alle Feinde hier? Nee. Da sind noch welche. Ich will alle hier mitnehmen. Okay. Das sieht jetzt aber danach aus, dass wir alle haben. Das sieht gut aus. Da oben sind noch welche. Da will ich mal kurz gucken, weil nicht, dass wir irgendwo etwas haben, wo wir eine Bonusmission mit starten und wir das verpassen. Na guck, da ist doch sogar noch ein Sith mit Name. Das heißt ja schon mal... Oh shit. Ich glaube, die will sich wehren. Tot. Da hat es. So. Mit dem Falschen angelegt. Ganz einfache Sache hier. Die fallen ja um wie die Fliegen, ey. Oh.
der ist auch tot. Boah, ey, sind hier viele auf dem Schiff. Sind echt viele hier. Oh, Stufe 33. Super. Es läuft aber hier. Ich komme hier ziemlich schnell und gut durch. Habe ich am Anfang gar nicht so mit gerechnet, nachdem ich gesehen habe, wie viele Feinde da überhaupt sind. Da ist die Kommandokonsole. So, dann benutzen wir die mal schnell. Achtung. Unzulässige Sperrung des Navigationscomputers. Die Notfallsysteme wurden deaktiviert. Kollision mit der Oberfläche von Deralia steht unmittelbar bevor. Empfehle sofortigen Kurswechsel, um Verluste zu vermeiden. Okay, das heißt, wir sollten einen neuen Kurs einschlagen. Wir gehen auf die Brücke. Holy moly, da sind ein paar. So. Ja, da wartet schon der Arax. Weg von ihm. Ich warne euch. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihn verletzt. Nadja, nicht! Ihr erschießt euch am Ende noch selbst, Mädchen. Runter damit, oder euer Vater und der Jedi hier werden sehr, sehr langsam sterben. Euer Vater ist jetzt sicher. Ich lasse nicht zu, dass noch jemand verletzt wird. Nein, Jedi. Mein Befehl lautet keine Überlebenden und den erfülle ich mit Vergnügen. Eure Botschafter werden sterben und dieses Schiff wird zerstört. Erbärmlich, als ob man blinde Nexu-Welpen schlachten würde. Aber Lord Kyros verlangt, dass eure Splitterallianz leidet und fällt. Wer ist dieser Lord Kyros? Ein Meister, dem zu dienen ich die Ehre habe. Mein Lord könnte das Mädchen als ansprechende Kriegsbeute ansehen, sobald sie unschädlich gemacht ist. Aber die anderen müssen sterben. Es ist mein Befehl. Und ihr, Jedi, steht mir im Weg. Okay, er will sterben. Dann erfüllen wir ihn seinen Wunsch. So, das wäre schon erledigt. Nadja, wie kannst du nur? Was dachtest du dir denn? Er hätte dich umbringen können. Es tut mir leid, Vater. Ich konnte mich doch nicht einfach verstecken, als du in Gefahr warst. Bezaubernd. Wirklich. Du, wir sprechen uns noch, Nadja. Der Planet sieht gefährlich nah aus. Und ich habe gesehen, wie der Sith den Navigationscomputer sperrte.
Er schien sehr darauf bedacht, euch alle umzubringen. Wisst ihr warum? Ich denke, um die Splitterallianz zu zerstören und der Republik zu schaden. Dieser Sith hat auch die Lebenserhaltungs- und Feuerkontrollsysteme zerstört. Ihr habt also hoffentlich ein Schiff, auf das ihr uns evakuieren könnt. Bitte! Ich will nicht sterben! Still, Blesus. Jedi, würde es funktionieren, eines der Triebwerke zu überladen, um den Kurs zu wechseln? Wir würden so vielleicht Deralias Mond treffen. Aber es wäre noch Zeit zu fliehen. Gerade noch. Raumschifftriebwerke haben eingebaute Sicherungen. Wir haben nicht genug Zeit, eins davon zu überladen und alle zu evakuieren. Die Sith haben die Sicherungen doch bestimmt deaktiviert, als sie unseren Kurs festgelegt haben. Wartet, das können wir nicht tun. Wenn wir das Schiff auf diesen Mond lenken, dann... Tekalja, Srek Grula Boska. Ich will hören, was sie zu sagen hat. Weiter, Nadja. Wenn die Fortitude auf Deralias Mond einschlägt, verändert das die Gezeiten des Planeten. Ganze Städte könnten überflutet werden. Aber die Schubdüsen der Fortitude funktionieren noch. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Schiff vielleicht in den Orbit lenken. Ihr müsstet sofort alle zu den Steuerkonsolen bringen. Aber so können wir Deralia und den Mond retten und das Schiff könnte geborgen werden. Kann man die Schubdüsen nicht von hier aus steuern? Wir müssen sie manuell steuern. Die Konsolen sind auf dem ganzen Schiff verteilt. Ich zeige sie euch. Also was, Jedi? Die Zeit ist knapp. Entweder wir lenken das Schiff um oder ihr müsst es auf dem Mond aufschlagen lassen. Jeder hier besetzt eine der Schubdüsen. Und dann bringen wir die Fortitude in Sicherheit. Ich bleibe hier und gebe Anweisungen. Einen Planeten verfehlen kann sogar ich. Schon gut, Duin. Alle Mann bleibt bei dem Jedi, bis ihr eine Konsole gefunden habt. Schnell! Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ob wir aufschlagen oder nicht, das seht ihr natürlich dann in der nächsten Folge. Und ich sag, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.